Los. So. Herzlich willkommen zur Jetzt nächsten war. Live-Session von Cybert Media. Ich habe heute einmal mehr einen Gast dabei, den Matt Althauser. Hallo Matt. Hallo. Herzlich willkommen. Ja. Erstmal vielen Dank für die Chance hier zu sein. Wir freuen uns auf unser Produkt, auf den deutschen Markt zu vorstellen. Ja, sehr gut. Der Matt kommt ursprünglich aus Amerika und lebt auch in San Francisco jetzt momentan, richtig? Jo. Und ist etwa extra früh aufgestanden, um uns was vorzustellen? Wir stellen euch vor jetzt gerade Optimizely. Das ist ein Tool, das macht A/B-Testing sehr einfach. Ja, alles klar. Gib mir doch mal ganz kurz die Möglichkeit, Matt, zu erklären, warum ich so begeistert von Optimizely bin. Und dann kannst du vielleicht die Software noch mal kurz vorstellen. Und zwar ist Optimizely eine Software, die wir, glaube ich, so ungefähr ein Jahr, seit einem Jahr kennen und bisher nur in so ein paar Tests eingesetzt haben, aber die es richtig einfach macht, AB-Tests von Landingpages durchzuführen. Und das Schöne daran ist, dass Optimizely sehr wenig invasiv ist. Das heißt also, ich muss fast nichts an meiner bestehenden Landingpage verändern, um Optimizely nutzen zu können und habe anschließend sehr viele Möglichkeiten auszutesten, wie funktioniert denn A, wie funktioniert denn B. Das wird uns der Matt alles gleich zeigen. Aber ihr werdet begeistert davon sein, wenn ihr schon mal eine AdWords-Kampagne geschaltet habt und 5000 Besucher auf eure Website bekommen habt und euch gefragt habt, Scheiße, warum kriege ich denn so wenig Anfragen? Genau auf diese Frage hat der Matt eine meines Erachtens sehr beeindruckende Antwort mit seiner Software. Und ich freue mich darauf, dass er uns das jetzt vorstellt. Ich blende mal deinen Bildschirm ein, Matt, und Okay. los geht's. Super. Wir sind jetzt auf unserer Homepage. Man sieht schon, jeder kann einfach eine Webseite hier reintippen und dann einfach austesten. Wann ich in Köln gelebt habe, ich war bei dieser Firma hier, Sedo. Kennen wir in Deutschland auch, ja. Und ich benutze die als Beispiel heute. So, einfach austesten. Und jetzt, das wird hochgeladen in unser User-Interface. Matt, du bist jetzt momentan mit deinem Benutzer eingeloggt, aber das geht auch, wenn man nicht eingeloggt ist, richtig? Genau, das geht zu einem gewissen Punkt. Man kann leider keinen Test starten, ohne ein Konto auszumachen. Aber man kann auf jeden Fall rumspielen und gucken, wie das funktioniert und ob das was für Mann ist oder für der Typ ist. Ja. Ja. Okay, super. Wir sind hier drin, unser Tool. Hier oben ist der halt Name von der Experiment. Wir können das super einfach ändern. Einfach so. Zero.de Experiment. Hier oben sind die anderen Experimenten. Hier ist die Implementation. Super einfach. Das ist nur eine Linie Code. Man macht das einfach durch die ganze Website unter der Headtag. Und das war's. Dann kann man schon loslegen und Live-Tests machen. Und Das ist super. wenn ich jetzt am Anfang so ein bisschen ängstlich bin, ob Optimizely mir vielleicht meine ganze Website zerschießt, dann kann ich aber auch nur eine Seite, meine Landingpage nehmen und das da einfügen, richtig? Ja, das ist auch okay. Ja. Das ist auch okay. Okay, super. So, hier ist der Speicher-Button, Undo, Redo, Interactive in Editing Mode und hier sind die Advanced Options. Aber wir reden ein bisschen darüber heute, aber nicht so viel. Ja, Okay. eine Sache, die ich vielleicht zu der Code-Implementierung noch sagen wollte. Ja. Ich glaube, das kann man gar nicht genug einreiben. Ja? Ich nehme also eine Zeile Code, packe die in meine Website und alles, was der Matt jetzt zeigt, ist damit möglich. Ja? Das heißt, ich brauche nur, jetzt zum Beispiel, ich fange einfach mit meiner Landingpage an, mache da oben hinter den Headtext diese eine Zeile und dann probiere ich ein bisschen aus. Und das ist echt cool, weil man da sehr mächtige Funktionalitäten ohne, also eigentlich braucht man so gut wie gar nichts. Ja? Und naja, machen wir einfach mal weiter. Ja, und noch eine Sache zu dieser Code hier. Das ist zu deinem Konto spezifisch, diese Nummer hier. Das heißt, das muss nur einmal implementiert und dann so viel Tests, wie man wollte. Ja? Okay, super. Jetzt die
nicht Spaß daran. Wenn ich über verschiedene Elemente auf der Webseite gehe, man sieht die blaue Karton sozusagen. Und Um was man machen kann, ist verschiedene Änderungen. Zum Beispiel mit das, vielleicht machen wir ein andere Headline hier. Edit Text. Okay. Und statt Full Service, vielleicht sagen wir dein Domainplatz, Domain-Handelplatz. Ja? Und vielleicht wollen wir auch mit diesem Test wissen, wie viele Leute hier auf Account erstellen klicken. Das heißt, wir kommen hier runter, wir können alle möglichen Sachen machen, aber wir machen hier erstmal Track Clicks. Und das wäre Account erstellen Clicks. Okay, jetzt speichern wir. Und jetzt machen wir ganz schnell eine neue Variation auf. Ja? Das heißt, wir haben diese erste Änderung mit die Headline. Wir haben die Original Layout. Und jetzt machen wir noch eine. Machen wir das einfach so. Domains. Und machen wir eine Änderung mit diesem Bild hier. Das heißt, ich habe das Bild schon genommen von Google Images, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man was vorbereitet. Man sieht hier, dass die Bild ist eigentlich, der passt nicht so super rein, aber das ist kein Problem mit Optimizing. Wir können das auch resizen. Einfach hier und dann so. Das wird ja ein bisschen dicker. Das stimmt, aber immerhin, wir haben ein neues Bild und einen zweiten Testvarianten. Okay, das heißt, wir haben hier eine, hier zwei. Wir werden das jetzt speichern und dann einfach, wir können jetzt im Prinzip, wenn das schon vorbereitet wäre, dann können wir das schon anfangen. Aber man sieht schon, dass dieses Tag oder dieses JavaScript muss schon reingebaut in unsere Website, bevor wir können einen Test wirklich anfangen. Und Die dann wir gar Variationen kann man fertig. Bitte? auch bearbeiten, gell? Die kann man irgendwie umbenennen, damit man dann später in der Auswertung auch besser sieht, was man geändert hat, oder? Ja. Vielleicht können wir ja eine mal, um das zu zeigen, umbenennen. Okay, ein Beispiel bitte. Nee, hier bei Variation 2 können wir einfach mal sagen, Domains Ausrufezeichen als Name statt Variation 2, damit wir das später erinnern können. Ah, okay, ja, genau, so. Genau, das fand ich noch ganz interessant, ja. Wir machen das so. Das ist der Domains-Headline und das ist halt die dein Headline. Ja, gut. So, speichern wir. Okay. Und dann gehen wir auf unsere Results Page. Und man sieht hier schon, dass das alles Realtime, Echtzeit hochgeladen ist, alle die Daten. Das ist ein großer Unterschied zwischen unserem Produkt und anderen Testing-Produkten auf der Markt. Das ist, dass wenn man auf die Webseite kommt, man weiß ganz genau oder direkt, ob die Änderungen hat was gemacht oder nicht. Hier unten ist Engagement. Engagement ist der Gegenteil von Bounce Rate. Bounce Rate oder Engagement bedeutet nur, dass die Leute kommen auf der Website und klicken auf etwas. Okay, das ist nicht so spezifisch hier, aber hier unter haben wir schon ein Ziel klar gemacht für Account erstellen Klicks. Und das Optimizely wird hier zeigen, mit welcher Version die Leute hier auf diese Button mehr oft klicken. Dann können wir sagen, Chance to Beat Baseline. Das wird bis zu 100% gezeichnet oder gezeigt. Und dann hier wird der Direct Improvement. Das kann auch negativ sein, ha? Improvement. Ja, jeden Fall, ich zeige hier gleich, dass, okay, wir gehen hier auf Optimize. Ich zeige eine hier mit Statistics.
Sekunden schon dran. Ich sollte da schon vorbereitet haben, aber so, er ist das. Okay, super. Hier ist eine, Entschuldigung, hier ist eine schon mit Daten drin. Das war von unserer Website. Wir haben schon knapp 8000 Leute mit diesem Experiment durchgeführt. Und wir haben verschiedene Sachen gemacht mit unseren Headlines und auch mit der Button. Und man sieht hier, das hat nicht so gut gegangen mit dieses Engagement. Aber das war nicht so wichtig für den Test. Wir wollen einfach, dass Leute mehr oft auf einen bestimmten Button drücken. Und von daher haben wir das ganz erfolgreich hingekriegt, bis zum 98%. Ist optimizely sicher, dass die Änderungen sind besser als die Original Layout. Okay, und wir können auf jeden Fall in unsere Daten hier ganz einfach tief tauchen und gucken ganz genau auf einen Tag in einer bestimmten Uhrzeit. Ja? Das ist eigentlich super einfach, die Daten ein bisschen tiefer reinzugucken. Hier ein anderer Zieltyp ist, dass wir ein Conversion gekriegt haben. So, Registration Form ausgefüllt. Das passt schon. Das ist nicht richtig geschrieben, aber immerhin. Das wäre etwas wie sedo.de danke.html. Und was wir können damit tracken, ist, das heißt, dass wenn Leute zu dieser Confirmation Page landen, an dieser Confirmation Page landen, wir können sagen, von welcher Layout die haben da hingekommen. Okay, das heißt, ich kann also mehrere Variablen oder Varianten erstellen und kann aber auch mehrere unterschiedliche Ziele definieren. Und Optimizely sagt mir, welche Variante für welches Ziel am besten ist. Und dann kann ich selber meine Schlüsse daraus ziehen, richtig? Genau, das ist sehr gut gesagt. Okay, super. Ja, ich zeige die letzte Capability von unserer Tool. Da gibt es auf jeden Fall mehr, aber heute wir lassen das ein bisschen kurz. Hier ist Targeting. Targeting ist sehr powerful. This experiment should be triggered for, so dieser Experiment sollte benutzt für alle neu oder returning visitors who visit any of these URLs, come to diese Webseiten. Und wir haben schon diese Webseite schon reingeschrieben. Wir können auch exact match, substring match oder regular expression. Regular expression ist gut, wenn man mehrere Substring-Domain-Namen hat, das sind ähnlich und unser System kann das halt ausfinden, ob das ein Match ist und dann die Seite white diese Änderung machen. Das ist schwer auf Deutsch zu erklären, es tut mir Ja, aber leid. ich glaube, das versteht alle, verstehen alle, die hier zugucken, auch. Okay, super. Hierunter have this cookie, prefer these languages. Das ist ein super Tool hier für europaweit. Use these browsers. So, ich zeige ein Beispiel. Wenn die Leute einen spezifischen Browser benutzen, das heißt, wir können die rein oder rausnehmen von der spezifischen Test. Okay, super. Ja, und ich würde sagen, für die erste Intro zu unserer Tour, das ist schon genug, aber wir können viel mehr. Ein paar Sachen, ich sage ganz schnell, Cross-Browser-Testing ist auch möglich und mittendrin in unserer Tour. Cross-Browser-Testing heißt, dass man kann ein Preview über alle die großen Browsers anschauen, zu gucken, ob der Performance richtig ist mit der CSS und HTML. Hier, man kann auch Traffic Allocation, Analytics Integrierung,
Multivariate Testing, Globaländerungen, ja, da gibt es wirklich ohne Ende Möglichkeiten umzutun. Aber ich würde sagen, jetzt vielleicht machen wir einfach auf zum Fragen, ja? Ja. Okay, also wer eine Frage hat, kann die gerne stellen. Eine ist hier schon gekommen, ich habe es gestern schon gesagt. Gibt es das auch in Deutsch, fragt hier jemand. Leider nicht. Wir überlegen, unsere Tool zu übersetzen in Deutschland. Aber bisher bin ich nur der einzige Ansprechpartner auf Deutsch. Ja, okay, aber also es gibt immerhin jemanden in San Francisco, der Deutsch spricht, wie man ja hier im Video direkt hören und kleinen Moment auch jetzt sehen kann. Und insofern, also erstmal vielen herzlichen Dank. Wenn jetzt noch jemand eine direkte Frage hat, kann er die gerne stellen. Muss natürlich nicht. Ich habe noch ein bisschen was hier im Vorfeld. Habe ich mal mit unserer Head of Design sozusagen, mit der Katja Weingärtner gesprochen und habe sie gefragt, hier, wir wollen das jetzt intensiver einsetzen für verschiedene Kunden, um deren Marketing-Performance im Internet zu verbessern. Was für Fragen hast du denn? Und die habe ich hier auf einem Zettel ausgedruckt. Und da würde ich mit dir gerne mal kurz durchgehen und vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Frage so mit rein. Okay, erste, wofür brauche ich das jetzt eigentlich tatsächlich? Kann man das in zwei Sätzen zusammenfassen? Ja, Optimize.de ist gut zum jeden Tag ganz schnell testen. Ich meine, dieses Spiel mit Conversion Optimization von Traffic ist nie zu Ende und man braucht eigentlich ein Tool, das sehr einfach ist und sehr schnell ist für diese Antworten. Mhm. Also das ist sozusagen leichtgewichtig und ermöglicht es mir mit wenig Zeitaufwand einen schnellen Test aufzusetzen. Genau. Wer gehört denn zur Zielgruppe? Wer sollte das denn anwenden? Eigentlich ist das gut für alle Leute mit Traffic, aber wir sagen, das ist eigentlich super für Analytics-Leute in den Firmen und auch für kleine Webseiten, das haben keinen ganzen Bereich, auf diese Tour vorzubereiten. Mhm. Wann? Oder diese vorzubereiten. Wann baue ich denn den Code wieder aus? Ja, man muss das nie rausnehmen. Also, ich meine, das macht wirklich nichts mit der Performance. Das ändert die Performance gar nichts, weil das einfach da drin ist. Und wenn man einen Test läuft, das ist nur 100 Milliseconds. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Das ist 100 Millisekunden. Ladenzeit und das ist schneller als der Auge. Ja? Das heißt, man muss das eigentlich nie ausbauen von der Webseite. Der Sam Liebern fragt, gibt es Herausforderungen mit größeren Seiten, mit mehr Traffic? Meinst du, gibt es da Probleme? Genau, oder? Genau. Also gibt es Probleme mit großen Seiten, die ganz viel Traffic haben? Was habt ihr denn da so für große Seiten zum Beispiel? Wir arbeiten direkt, wir unterstützen der Obama-Campaign hier in den USA. Wir unterstützen IGN, noch eine große, und auch Trust.E. Und wir fangen an in den deutschen Markt mit ein paar richtig großen Kunden. Aber der Frage ist halt, ob wir können das Traffic handeln. Und der Frage dazu, oder der Antwort dazu ist ja. Wir haben das Tool gebaut mit AWS von Amazon. Das heißt, wir können das richtig, wir können alle die Traffic handeln. Wir haben schon Kunden mit Millionen von Impressions im Monat. Das ist gar kein Problem für uns. Gut, alles klar. Dann ist zumindest diese Frage damit erstmal geklärt, glaube ich. Nochmal ganz kurz zu dem Test. Kann ich ja mal versuchen, ob ich das schon beantworten kann. Wenn ich jetzt also einen Test erstelle, brauche ich nur in der Optimizely-Oberfläche zu sagen Start und später sage ich wieder Stopp und während dieses Zeitraums läuft dann mein Experiment. Kann ich das auch timen? Kann ich von vornherein sagen, von Samstag bis Dienstag oder so? Noch nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass wir wollen reinbauen. Okay. Der Problem ist halt, wenn man sowas macht,
Es kann sein, dass man braucht längere Zeit, auf eine bestimmte Antwort rauszukriegen. Und wir wollen diese Flexibilität auch der Kunde geben. Ja. Okay, kann ich beeinflussen, wann welche Variation geschaltet wird oder macht das immer Optimizely automatisch? Ja, ich Willst du es kannst zeigen du oder? mal. Ja, ich zeige das. Okay. Hier bei Traffic Allocation, man kann die Prozent von die ganze Traffic ändern. Und dann kann ich das auch herunter, wenn ich weiß, zum Beispiel, dass Domains ist die beste Headline, dann würde ich einfach auf 100% und dann die andere stoppen. Ja, Und okay. dann wird alle mein Traffic durch die beste laufen oder laufen. Ja, okay, habe ich verstanden. Okay. Gut, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier wieder auf meine Fragenliste zurückkomme. Also Bilder kann man auch komplett ändern, richtig? Das hast du ja gezeigt. Hast du eins hochgeladen und runtergeladen. Wo werden denn diese neuen Bilder abgespeichert? Das ist okay, das ist hier die Änderung, dass wir machen, wird ein JavaScript und das wird hochgeladen bei Akamai und dann diese File wird halt, ja, wie sagt man? Okay, also die Datei liegt aber auf einem fremden Server, und wird dann da zusätzlich noch abgerufen, wenn der Besucher auf die Website kommt, richtig? Genau. Und das Risiko, das ich jetzt habe, ist, wenn Amazon Web Services down ist, dann ist Optimizely auch down und dann ist meine Website auch down. Nein, nein, wir haben unser System mit Akamai aufgebaut und Akamai ist eigentlich wo, das heißt, wann sie, oder wann Optimizely untergeht, dann das ist kein Problem. Deine Seite läuft weiter ohne Problem, weil wir haben dieses File auf JavaScript, das ist bei Akamai gespeichert und da wird das Reference gemacht von deiner Website, ja? Okay. Und das ist dann ein verteiltes System, wo es auf verschiedenen Servern dann liegt. Ja, aber verschieden. Ich meine, Akamai ist foolproof sozusagen. Wenn Akamai runtergeht, dann mehr als die Hälfte das Internet runtergeht. Okay, alles klar. Das ist das ist super sicher. Gut. Auswertung haben wir gesehen. Prima. Bilder ändern haben wir auch. Ab wann brauche ich denn einen Entwickler? Fragte die Designerin. Also was kann ich in der Oberfläche machen und wann brauche ich einen Entwickler? Gibt es da eine pauschale Antwort drauf? Ich meine, wann du das bestimmte Ding oder Element nicht reinbauen kann, einfach mit unserem Service, dann könnte man schon einen Entwickler finden. Ich meine, alles, was du machen kannst hier, ja, kannst du einfach benutzen als deine Website. Was wir halt sagen zu Leuten ist, wenn du eine Änderung hast, das macht dein Conversion besser, dann wir würden sagen, du solltest das einfach diese Test auf 100% mit dieses Traffic Allocation Tool machen und dann, wenn das läuft, macht gleichzeitig ein Developer und dann der kann die Änderungen langfristig machen oder permanent machen auf der Website. Ja, okay. Gut. Und also Aber wo? die Idee von unserem Tool ist, dass man keinen Developer wirklich braucht für diese kleinen Änderungen. Ja. Damit wäre dann auch die Frage beantwortet, was mache ich, wenn ich eine bessere Variante habe? Wie wird dir zur Produktionsvariante? Ich stelle also die bessere Variante auf 100% Auslieferung und dann gehe ich zu meinem Entwickler und sage, bitte mach das zu dem Standard meiner Website und dann fange ich den nächsten Test an, richtig? Ja, Genau. alles klar. Wo werden die Daten gespeichert? Haben wir besprochen. Die Frage war auch noch, was ist denn die technische Grundlage von Optimizely? Wie funktioniert denn das eigentlich? Gibt es irgendwelche Gefahren, wenn ich das einsetze? Nein, wie vorher gesagt, dass die Änderungen, die wir machen,
das ist hier in ein JavaScript compiled. Ja? Und das ist ein statischer File und das wird hoch bei Akamai gespeichert. Das heißt, wenn unser Server runtergeht, er muss keine Sorge machen, auch wenn das Code reingebaut ist. Wenn wir runter, dann wird deine Website einfach als normal laufen. Okay. Eine letzte Frage, die man vielleicht auf der Website noch mal kurz zeigen kann. Was kostet das eigentlich, wenn ich bei Optimizely jetzt mitmachen will? Ja, wir gehen hier zu der Pricing. Okay. Das dauert was. Okay. Hier ist unser Pricing und alle Leute in Europa kriegen einen Hammer Rabatt mit der Euro jetzt zur Zeit. Ja, richtig. Wir haben noch nicht auf Euro umgerechnet, aber hier sind unsere Preise. Man sieht schon, dass wir halt unsere Tour verkaufen von Monthly Visitors. Das ist absolut unique, Monthly Visitors. Das wird getestet. Das heißt, das bedeutet nicht deine ganze Traffic auf deine Webseite. Das heißt nur die Leute, dass du testen. Das du magst testen. Das heißt, ich kann also theoretisch hingehen und kann sagen, okay, ich mache jetzt erstmal kleine Tests mit 2000 monatlichen Besuchern und bin dann mit 19 Dollar, also so irgendwas 12 Euro am Start. Genau. Du musst das selbst kontrollieren mit dieses Tool, das ich vorher gezeigt habe. Das heißt, man muss schon eine Idee von wie viel Traffic der hat, auf das zu machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, wie viele Leute das du testest, ja, oder damit du einen Test machst. Mhm. Und popular, also die meisten Leute geben so diese 79 Dollar im Monat aus, richtig? Genau. Und wir haben auch ein Jahre und zwei Jahre Rabatten. Und ja. Okay. Gut, ich glaube, damit wären zumindest von mir alle Fragen beantwortet, die wir im Vorfeld hatten. Es gab jetzt hier auch keine weitere Frage von den Zuschauern. Und insofern vielen Dank, Matt, für die Vorstellung und dieses wirklich sehr interessante Online-Marketing-Tool. Jo, vielen Dank für die Chance, das vorzustellen und ja, viel Spaß mit Optimizely. Alles klar. Wenn man dich erreichen will, Matt, wie hast du einen Twitter-User oder gibt es eine E-Mail-Adresse oder es gibt offensichtlich die Website optimizely.com und was gibt's noch? Genau, man kann mich einfach direkt einschreiben bei matt@optimizely.com. Wir sind auch bei Twitter bei @optimizely. Mhm. Und dann, ich bin auch erreichbar. Ich sage einfach der Nummer jetzt oder hier. Vielleicht am besten. Hier sind alle meine Kontakte hier. Moment mal, ich muss es mal richtig einblenden, damit das auch alle sehen können. Also. Okay. 415-483-5210 in Amerika. Alles klar. Ja. Vielen Dank an den Matt und bis bald mal wieder. Herzlichen Dank. Ciao. So.